Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Firewatch. Oh Mann, ich muss wirklich sagen, ich warte auf dieses Spiel seit, ich glaube, seit einem Jahr, vielleicht schon seit anderthalb Jahren. Ich verfolge es auf jeden Fall schon ziemlich lange, seitdem das so an die Öffentlichkeit trat. Und jetzt ist es endlich rausgekommen. Ich habe es auch vorbestellt gehabt und gerade heute ist es rausgekommen und auch heute will ich es gerne spielen, denn ich bin ziemlich scharf drauf. Und was uns da alles so erwartet, lassen wir uns überraschen. Ich starte mal ein neues Spiel. Da können wir eigentlich löschen, weil das war nur eine Testaufnahme. Und wir schauen mal rein, inwieweit, ja, was wir so in diesem neuen Abenteuer so erleben werden. Campo Santo presents. In cooperation with Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter. Ja, späte 20er. Sie lacht mit einigen gut gekleideten Professoren und Studenten der naheliegenden Uni in Boulder. Du? Na, du bist Henry. Und du bist mit ein paar Kumpels unterwegs, was trinken. Und sie fällt dir sofort auf. Leider bist du betrunken. Naja, was sagen wir da? You're pretty... Du bist schön, ist nicht so die gute Variante. Wir fragen eher, was ist denn dein Hauptfach? Du sprichst das Wort Hauptfach etwas, etwas schlecht aus und du gibst dir ein etwas seltsam wirkendes Lächeln. Aber sie sagt, evolutionäre Biologie. Ich bin ein Professor. Cool, sagst du. Und sie sagt, und was ist dein Hauptfach? Sie atmet Luft ein. Toxikologie? Was ist das denn, fragst du? Ja, sie hat sich das schon gedacht, dass du das nicht weißt. Sie hat Angst, dass sie deine Gefühle verletzt hast. Also fragt sie, ob du vielleicht mit ihr einen Cheeseburger teilen willst. Und eine Woche später bist du Julias Freund. So viel zur Vorgeschichte. Jetzt befinden wir uns an einem Fahrstuhl und können hier diesen Rucksack aufsammeln. Haben wir vielleicht noch irgendwas hier? Scheinbar nicht. Wir sammeln mal den Rucksack auf. Das weiß ich schon, wie das geht. Das habe ich schon mal ausprobiert. Und treten raus. Auf den Parkplatz. Na, wo wir nichts weiter entdecken. Außer... außer diesen Truck. Und in den werden wir jetzt mal einsteigen. Hepp, mit dem Rucksack auf die Ladefläche. Und ab ans Steuer. Ihr trefft euch seit über einem Jahr. Und sie macht dich komplett verrückt. Es ist einfach toll. Du ziehst bei ihr ein und ihr teilt euch ein Apartment in der Nähe der Schule. Mit einem Blick auf die Berge. Ihr beide trinkt gern mal ein Bier oben auf der Terrasse. Das Leben ist gut. Julia hätte gern einen Hund. Na, auf der einen Seite gibt es einen kleinen, kleinwüchsigen Beagle.
Julia findet ihn von Anfang an total klasse. Und sie möchte ihn gerne zu ihrer Klasse mitbringen. Aber da gibt's auch noch diesen, ja, diesen deutschen Schäferhund mit ganz tollen Augen. Das wäre ziemlich cool, wenn sie mit diesem Hund rumläuft, aber welchen Hund sollten wir nehmen? Ich vermute mal, wir nehmen den Beagle. Wenn sie sich so in diesen Beagle verliebt hat, dann nehmen wir den und nennen ihn Bucket. Bucket ist ein guter Hund. Und eine Woche später habt ihr den anderen mittlerweile schon komplett vergessen. Julia liebt den Hund. Und du liebst ihn auch. 1979. Ihr redet gerade auf der Terrasse. Es ist Sommer. Ungefähr 9:30 und die Hitze ist immer noch ziemlich warm in der Nähe der Wüste, und sie fragt dich: Was denkst du eigentlich über Kinder? Kinder? Die sind nicht sehr intelligent, finde ich. Oder überhaupt in irgendetwas gut oder nützlich. Nein, ich meine, wie wär's, wenn du welche hättest? Ich meine, so ein paar Idioten wie du. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Na, in diesem Fall sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das würde ich auch mögen, sag ich. Oh Mann, diese Kinder werden echt... Die werden echt verrückt. Es wäre vielleicht das Beste für ihre Eltern, wenn sie sie einsperren. Naja, das wäre vielleicht gar nicht so unsinnig. Ach, zu den Wagen. Und wir sind im Jahr 1979 draußen in der Wildnis. Und wir scheinen so etwas, ich weiß noch nicht genau, was wir sind. Vielleicht Förster, das werden wir bestimmt noch erfahren. Hier schauen wir mal, was es hier zu finden gibt. Hier gibt es das Gebiet. Keine Feuerwerk. Weil Feuerwerkskörper, das ist klar. Das ist die Karte hier, interessant. Und wir werden einfach mal den Weg hier folgen. Ich vermute mal... Hier müssen wir lang. 1980. Es ist ein Donnerstagabend und Julia ist 4 Stunden zu spät. Sie hat auch nicht angerufen. Du wirst langsam unruhig und mit jeder Minute auch etwas sauer. Sie kommt rein, nachdem du schon längst im Bett bist. Sie ist... nicht betrunken oder so, aber sie scheint eine gute Zeit gehabt zu haben. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Ja, und ich ignoriere sie. Ihr berührt euch kein einziges Mal in dieser Nacht und am nächsten Tag fühlst du dich schuldig, dass du so sauer warst und sie nicht gefragt hast, was an ihrem Abend so los war. Sie sagt, dass es toll war. Ihr trinkt eine kleine Tasse, um es wieder gut zu machen, und geht zur Arbeit. 1981. Julia mag es immer noch zu malen. Sie malt Blumen, die Blumen, die sie so untersucht. Sie malt sie überall hin. Aber sie malt auch dich. Ich posiere natürlich und fühle mich wie He-Man. Und ich sehe großartig aus. Hier sind wir wieder im Wald. Ich weiß noch nicht genau, was das, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Es ist die... höchstwahrscheinlich die Vorgeschichte, aber sicher bin ich mir nicht. Hier gibt es, zum Feuerwachturm. Hüp!
Zack, okay, so kommen wir über Baumstämme. Ah, und die Sonne scheint hell am Horizont. 1982. Während des Sommers, du und Julia, ihr mögt es, spazieren zu gehen, und das am liebsten nachts. Und da ist ein Festival in der Stadt. Das bringt einige Leute von weit entfernten Städten in das kleine Dorf. Einer von denen versucht dich mit einem Messer zu erstechen. Der Bucket, der Hund, der geht dazwischen und wird getreten und Julia schreit: Der liebe Hund, was ist mit ihm? Sie ist gestresst und weiß nicht, was sie sagen soll. Und wir konfrontieren den Angreifer und schlagen ihm ins Gesicht. Der Arm wird geschnitten, aber du schlägst den Typen trotzdem und du fühlst dich aber nicht sehr stark. Du holst dir die Augen aus, bevor die Cops kommen und Julia fragt, ob wir nicht einen anderen Weg gehen können und das wäre schon okay. Ich möchte auch einen anderen Weg gehen und seit diesem Tag an gehen wir nur noch den Weg am Fluss. 1984. Die Pläne, Kinder zu haben, sind mittlerweile ad acta. Die Arbeit ist wichtiger. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale ist in Connecticut, das ist 2000 Meilen entfernt von hier. Das ist ein toller Job, und sie möchte da unbedingt hin. Du möchtest absolut nicht. Zwingen sie, diesen Job nicht zu nehmen oder stimme zu, dass sie hin und her reisen kann. Wenn sie unbedingt möchte, kann sie gerne. Du fragst sie, ob sie hin und her reisen möchte, und du möchtest aber nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, dass das hart sein würde, aber dass sie es tun würde, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst, das wär okay, aber sie stimmt dir hinzu und fliegt dreimal jedes Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach Hause geschickt von Yale, nachdem sie eine Episode, die von Depression hatte. Sie hat die Nerven verloren, und einen Kollegen scheinbar angeschrien, weil er sich Bücher von ihr ausgeliehen hatte, die wichtig waren für ihre Untersuchung. Sie hat vergessen, dass sie ihm sie erst ausgeliehen hatte, 2 Tage davor. Sie wurde heulend im Treppenhaus gefunden. Du sagst, dass es vielleicht gut wäre, mit jemandem darüber zu sprechen. Nachdem mehrere Doktoren und viele Tests gemacht wurden, wurde festgestellt, dass Julia an früher Demenz erkrankt ist. Sie ist 41. Ihr beide entschließt, dieses Geheimnis für euch zu behalten. Das ist das Journal von Julia. Bucket wird älter. Julia sagt, dass das eigentlich doch ganz toll ist, weil dann weniger Lärm um das Haus ist. Eine Woche später geht sie zurück zur Universität. 1987.
Julias Erkrankung wird schlimmer. Sie kann sich nicht mehr an Dinge erinnern, die sie in der Klasse erzählt hat. Ihre Untersuchungen sind ein reines Desaster. Sie fährt mit dem Auto in die nächste Stadt ohne Grund und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist nicht bei sich. Sie wird nach Hause geschickt, um permanent medizinisch überwacht zu werden. Eines Tages entdeckst du Julia, wie sie einen Typen und einen... Ach nee. Eines Tages wirst du von Julia beschimpft als ein Vollidiot und dass auch deine ungeborenen Kinder Vollidioten wären. An anderen Tagen wirst du zum Fremden. An anderen Tagen zieht sie dich ins Bett, um dich zu lieben. Und nach 5 Minuten bekommt sie Panik und glaubt, dass ihr Vater an der Tür ist. Du erzählst es ihrer Familie. Sie sind vollkommen am Boden zerstört und fangen an, Reisen zu machen. Wollen von Australien zu euch kommen, um euch zu besuchen. Für eine Weile kommen Freunde mit kleinen Geschenken, um ihr den Tag zu verschönern. Aber ihr geht es schon schlechter. 1988. Du verbringst deine Tage, um Julia, um das Haus zu folgen. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-mal wöchentlichen Besuchen von Daniel, dem Krankenpfleger. Er empfiehlt, dass Julia irgendwo anders leben könnte. Es wäre gut, wenn sie in einem Heim leben würde. Okay. Wie soll man denn da entscheiden? Du entscheidest entweder, dass sie in ein Heim geht oder dass du dich selbst um sie kümmerst. Ich werde mich selbst um sie kümmern. Und wieder sind wir im Wald. Alleine. Und wandern durch den Wald ohne Ziel. Ein Hirsch. Es ist unglaublich hart. Das Schlimmste ist, dass du sauer auf sie wirst, wenn sie versucht, ihr eigenes Essen zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie schlafen geht, bleibst du noch für ein paar Stunden wach, trinkst noch etwas auf der Veranda. Guckst Baseball im Sommer oder College Basketball im Winter und trinkst dabei. Du fängst an, nachts noch auszugehen, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Die ersten Male hast du noch Angst um sie gehabt, aber dann... Entweder vertraust du, dass sie schläft ja ein Stein, oder du stellst einen Stuhl an die Tür. Du gehst in dieselbe Bar an diesem langweiligen Ende der Pearl Street und es ist schön dort. Es ist... Über die Zeit erzählst du Shyla, der Barkeeperin, einfach alles und... Das ist eine große Erleichterung für dich. Und wenn du zu Hause bist, ist es meist schon nach 1.
Und das schon ein paar Wochen, ein paar Nächte in der Woche. Und du freust dich auf diese Nächte. 1989. Eines Nachts wirst du gestoppt am DUI-Checkpoint. Du hast Marihuana geraucht, vermute ich mal. Und wirst ins Gefängnis gebracht für diese eine Nacht. Du versuchst es zu verstecken, aber du erzählst es deiner Stiefschwester Susan. Julias Eltern nehmen das nächste Flugzeug von Australien. Sie können nicht glauben. Sie können nicht glauben, wie euer Haus aussieht. Sie sagen, dass sie Julia mitnehmen wollen nach Australien. Darauf gehst du gar nicht ein. Sondern sagst, das wäre okay. Du sagst, du wirst sie bald besuchen. Ein paar Wochen gehen vorüber. Der Sommer kommt. Und du siehst eine Ausschreibung in einer Zeitung für einen Job. Du nimmst ihn an. Und dieser Job? Das ist wohl derjenige, den wir jetzt hier haben. Jetzt wissen wir die Vorgeschichte, worum es hier geht. Und das war's auch schon mit der ersten Folge von Firewatch. Das war jetzt viel Geschichte. Aber das wird höchstwahrscheinlich noch von großem Wert sein, dass wir das erfahren haben. Denn wir wissen nicht, was noch mit unserem Hauptcharakter alles so passieren wird. Ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass es ein sehr emotionales Spiel sein soll. Das weiß ich. Das habe ich schon gelesen. Allerdings viel mehr noch nicht. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Folge. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Firewatch.